Bundesverkehrsminister Wissing will das Ladenetz für Elektroautos zügig ausbauen. Er stellte heute einen sogenannten Masterplan vor, der vom Kabinett gebilligt wurde. Wissing sagte, Lücken müssten vor allem auf dem Land vermieden werden. Die E-Mobilität werde nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach wie das Tanken sei. 15 Millionen reine Elektrofahrzeuge sollen laut Koalitionsvertrag 2030 auf Deutschlands Straßen fahren. Im Moment gibt es gerade einmal 700.000. Das Ladenetz sei für die Zukunft nicht leistungsfähig genug. Man werde es jetzt zielgerichtet ausbauen, kündigt der Verkehrsminister an. Dazu wollen wir es Unternehmen erleichtern, etwa auf ihren Parkplätzen Ladepunkte anzubieten und setzen einen Schwerpunkt auf das Errichten von Ladeinfrastruktur in Quartieren und an Tankstellen. Für das Laden zu Hause wollen wir die Möglichkeiten der Nutzung selbst erzeugten Solarstroms verbessern. Mehr als 68.000 öffentliche Ladepunkte gibt es momentan in Deutschland. 2030 sollen es 1 Million sein. Dafür müssten rein rechnerisch täglich mehr als 300 Ladesäulen in Deutschland neu aufgestellt werden. Der heutige Masterplan sei ein Bürokratiemonster, sagen die Kritiker des Verkehrsministers. Seine Aufgabe sollte sehr viel mehr sein, ohne Geld auszugeben, dass er den Ausbau von entsprechenden Lademöglichkeiten vereinfacht durch Bürokratieabbau, durch den Verzicht auf jahrelange Ausschreibungen und Bewerbungsvorgänge. Auch das deutsche Stromnetz ist für die vielen Ladesäulen nicht vorbereitet. Die Bundesregierung will das nun ändern. Das Netz als Schlüssel zur E-Mobilität. Die deutsche Automobilindustrie begrüßt das. Dafür gibt es bis heute keinen ausreichenden Ausbauplan. Jetzt soll vorauseilend das Stromnetz ausgebaut werden. Das ist einer der stärksten Punkte des Masterplans. Die Bundesregierung hat sich nicht nur für Pkw weitreichende Ziele gesetzt. Nächstes Jahr soll die Ladeinfrastruktur für elektrische Lastwagen vorgestellt werden. Auch die Buchbranche spürt die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen. Papier ist plötzlich schwer zu beschaffen. Die Preise für Bücherfrachten steigen. Für die Frankfurter Buchmesse gibt es dennoch Anlass zu Optimismus. Bücher sind gefragt. Das Interesse an Literatur und am Austausch darüber ist groß. Das zeigte der erste Tag auf der weltweit größten Buchmesse, die noch bis Sonntag geöffnet ist. Prominenter Besuch, das spanische Königspaar heute Vormittag beim Messerundgang. Spanien ist das diesjährige Gastland. Mit eigenem Pavillon wirbt man für die spanische Literatur und Kultur. Zum ersten Mal seit der Pandemie kommen Verlage und Besucher wieder wie vor Corona zusammen. Die Frankfurter Buchmesse als Kommunikationsplatz, das Buch im Mittelpunkt. Wir finden ja immer neue Kanäle, auch elektronische Bücher, Hörbücher. Die ganzen Streaming-Stoffe in den Fernsehsendern setzen auf Bücher auf. Also dem Buch geht's wirklich gut. Doch die Branche hat zu kämpfen. Zwar ist sie gut durch die Pandemie gekommen, jetzt aber belastet sie der Krieg in der Ukraine und die weltweite Wirtschaftskrise. Das hätte ich niemals gedacht, dass wir in eine Situation kommen, wo wir eigentlich nicht wissen, ob wir genügend Papier bekommen können. Die Preise, das ganze Thema Fracht und Logistik. Und das ist jetzt ein Problem, was auf uns zukommt. Und das haben wir alle. Das hat die ganze Branche. Es beschäftigt die ganze Branche. Eine Kalkulation, die wir letzte Woche gemacht haben, ist heute eigentlich schon nichts mehr wert. Die Kosten steigen, die Auflagen sinken eher. Es spitzt sich immer mehr zu auf ganz wenige Titel, mit denen das Geld verdient wird. Gleichzeitig passiert ungeheuer viel. Gerade in der Literatur passiert ungeheuer viel. Rund 4.000 Aussteller aus 95 Ländern präsentieren sich in Frankfurt. Ab Freitag öffnet die Messe dann auch für das Lesepublikum.